grew up in the 60s and 70s. Die Welt, in der ich als Kind in den 60ern und 70ern aufwuchs, war eine völlig andere als heute. Sie hat sich sehr verändert. Amerika sieht sich heute vielen Bedrohungen ausgesetzt. Das wichtigste Werkzeug, das sie gegen uns verwenden, ist die Agenda 21. Mit Hilfe der Umweltbewegung schüren sie unsere Ängste. Eine davon ist die Angst vor globaler Erwärmung. Wir glauben, dass wir alle sterben, wenn wir jetzt nichts Drastisches unternehmen. Sie nutzen unsere Angst aus, damit wir Dinge tun, die wir sonst nie tun würden. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn es einen Weg gäbe, was nicht der Fall ist, die Erdtemperatur 1 bis 2 Grad zu erhöhen, dann wäre das eine tolle Sache. Wir hätten weltweit längere Wachstumszeiten und einen Überschuss an Nahrungsmitteln. Es wäre das Beste, was passieren kann, besonders für die Armen dieser Welt. Aber unser Einfluss auf diesen Planeten ist gering. Gott hat ein ganzes System erschaffen, das Verdunsten der Ozeane und den Regen, Dinge, um den Planeten zu reinigen. Es ist ein perfektes System, das hervorragend funktioniert. Es ist für uns Menschen gemacht. Wir sind nicht die Pest für die Erde, das Gegenteil ist der Fall. Wissen Sie was? Wenn wir den Kohlendioxidausstoß um 100% steigern könnten, wenn wir ihn verdoppeln könnten, wissen Sie, was dann passieren würde? Die Getreideproduktion würde um 35% steigen. Das heißt, 40 Hektar Fläche erbringen dann so viel Weizen wie vormals 54 Hektar. Warum? Weil die ganzen Grünpflanzen, für die sie angeblich kämpfen, Kohlendioxid lieben. Sie leben davon. Eine weitere Lüge der Agenda 21 ist die Überbevölkerung. Es gibt etwas mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Welt. In Amerika gehören dem Staat 40% des Landes, das sowieso kaum genutzt wird. Die Welt ist leer. Jeder, der viel reist, ich habe alle 50 Staaten bereist, viele davon mehrmals. Dieses Land ist leer. Es ist total leer. Wenn Sie an andere Orte reisen, ich war letzten Sommer in Alaska. Kanada ist leer. Es ist ein wunderschönes, leeres Land. Ich war in Südamerika, da ist es leer. Überall ist es leer. Es ist also eine totale Lüge. Hitler hat einmal gesagt, wenn die Leute deine Lügen glauben sollen, musst du sie groß machen. Sie glauben nur an große Lügen. Das ist der ultimative Weg zur Weltherrschaft.